Ja, grüß dich, willkommen zur 1 Minute Beweglichkeitsflow. Heute geht es um die Längsrotation in der Wirbelsäule. Die beweglicher zu machen, die ist super wichtig, wenn du oft unter Blockaden leidest oder vielleicht auch eine Skoliose hast. Dann ist diese Übung sehr, sehr gut für dich geeignet. Ich bin der Tobias von deinefaszien.de. Ja, letzte Woche Mittwoch ging es ja um die Lumbalfaszie, also mehr um den unteren Rücken, um die quasi, wenn du Rückenschmerzen hast, ist sie verdickt, um sie einfach beweglicher und geschmeidiger zu machen. Also wenn du da Rückenprobleme hast und die Übung noch nicht gemacht hast, dann das Video von letzten Mittwoch, ich verlinke es hier auch einmal direkt, einmal hier oben drauf klicken, dann kommst du auch direkt dazu. Ich empfehle es dir auf jeden Fall und mit dieser Übung heute wirkt das natürlich richtig, richtig gut zusammen, ja, weil es geht, wie gesagt, heute um die Längsrotation. Damit du einmal siehst, wie das wieder mit dir macht, einfach mal folgendermaßen, du stellst dich einmal Füße schulterbreit auseinander, ich gehe mal ein bisschen weiter zurück, damit du mich im Ganzen siehst, schulterbreit auseinander und jetzt drehst du dich einmal quasi, wichtig, nur mit dem Oberkörper rum, ohne die Hüfte einzudrehen, drehst dich nur mit dem Oberkörper rum und schaust dir mal den Punkt, wohin du schaust, ja, drehst den Kopf mit rum und merkst du den Punkt, wie weit du rumkommst, ja. Und dann siehst du bei mir, ich bin heute ein bisschen sehr eingeschränkt, das hängt einfach damit zusammen, wenn du es vielleicht schon mitbekommen hast, ich habe mich ja vor 3 Wochen, bin ich ja mit dem Mountainbike gestürzt und seitdem liege ich viel umher, weil ich den Arm einfach extrem schonen muss und deswegen natürlich bin ich auch nicht so ganz frei mehr in der Brustwirbelsäule und deswegen wird mir die Übung jetzt auch ganz, ganz richtig gut tun. Und folgendermaßen, die Übung funktioniert folgendermaßen, Füße schulterbreit, die Füße fest in den Fußboden verankern. Jetzt streckst du den linken Arm einmal nach oben rechts und die rechte Hand nach unten links Richtung Ferse. Und jetzt ziehst du dich ineinander und streckst dich richtig nach oben. Immer so 2-3 Mal nachstechen und dann die andere Seite. Ja, das ist die Übung. Ich zeig's mal kurz von andersrum, damit du siehst, was die hintere Hand macht. Also die geht diagonal zur Ferse runter, während die andere Hand nach oben geht. Ja, auch da wieder 1 Minute zu mehr Beweglichkeit. Und dann geht's direkt los. Und immer so weit nach oben, wie es geht. Und die andere Hand so weit nach unten, wie es geht. Und dann quasi richtig rüberdrehen. Ja? Jawohl. Ganz wichtig. Und immer richtig strecken nach unten und nach oben und beide Füße fest in den Fußboden verankern. Beide Arme richtig durchdrücken. Genau. Mein linker Arm kann ich nicht ganz so durchdrücken. Wie gesagt, weil da der Ellbogen noch ein bisschen entzündet ist. Deswegen, also da ist kein Maßstab. Ja, gleich ist die Minute schon wieder rum. So schnell geht das. Und dann wollen wir auch gleich schauen, was es bringt. Aber ich merke schon hier während der Übung, dass ich jetzt schon wieder weiter rumkomme. Und es hat auch zwischendurch ein paar Mal geknackst. Das wirst du auch feststellen. Das ist nichts Schlimmes. Das ist eher sogar ein befreiendes Gefühl. Fühlt sich einfach toll an. Okay, noch einmal rechts und noch einmal links. Okay, das war's dann schon wieder. Der 1 Minute Beweglichkeitsflow schon wieder vorbei. Und jetzt schauen wir uns das Resultat mal an, wie es jetzt bei mir aussieht. Ich stelle mich erstmal wieder hin. Und jetzt drehe ich mich einfach mal wieder rum und schon, ja, ich komme jetzt viel weiter rum. Und zur anderen Seite ja auch viel, viel weiter. Na, also am Anfang, kannst du mal, bin ich ungefähr hier, habe ich die rote Matte da. Ich weiß nicht, ob du es noch im Video siehst, da ist so eine rote Matte an der Wand. Bis dahin bin ich rumgekommen. Auf der Seite da bis zu diesen Ball da hinten. Und jetzt komme ich hier, gucke ich zur anderen Seite, zur anderen Wand und hier genauso. Ja? Also die Minute hat sich wieder extrem gelohnt. Mehr Beweglichkeit im Rücken heißt eine bessere Lebensqualität, weil du deine Bandscheiben wieder mehr ausreichend belastest, also mehr gleichflächig belastest. Und einfach, ja, die Bandscheibe den Druck und Zug bekommen, den die braucht, vor allem in der Rotation. Ne, dann saugt die sich wieder mehr mit Wasser voll. Okay, das war's dann für heute. Mich würde es freuen, wenn du mal einen fetten Daumen nach oben machst, auch diesen Kanal abonnierst, wenn du es noch nicht getan hast. Und ja, jeden Mittwoch auf jeden Fall hier vorbeischauen. Aber nicht nur Mittwoch, freitags gibt es immer den Weekend Flow. Da gibt es halt auch eine Übung, da geht es aber nicht um die Minute, da geht es mehr um die Ausführung der Übung. Da erkläre ich teilweise
auch ein bisschen kompliziertere Übung zu irgendeiner Thematik. Also wenn dich in irgendeine Thematik besonders interessiert, kannst du mir gerne schreiben und ich nehme es in meinen Weekend Flow auf. Ansonsten geht es um mehr Beweglichkeit jeden Mittwoch. Ja, also wenn du beweglicher werden willst, dann jeden Mittwoch hier vorbeikommen. Da gibt es immer eine Beweglichkeitsübung, die super effektiv ist. Und ich kenne keine andere Methode, die effektiver ist als meine. Und ich stelle dir jede Woche Mittwoch den Beweis, also den Beweis neu an. Ja? Und ja, deswegen mach es, wenn du beweglicher werden willst. Weil, wie gesagt, was Effektiveres gibt es nicht. Okay, dann schöne Restwoche, dein Tobias.